Ja, jetzt bin ich hier. Also, können mein Junge oder ich irgendetwas für euch tun? Ja, natürlich. Ich möchte mal gern eure Waren begutachten. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Hui, das hört sich ja gut an. Er sagt das ja immer, dass wir Rabatt bekommen. Das ist ja auch ganz gut. Wir haben... Was haben wir denn da alles? Schwaches Elixier der Erdung. Nee. Ach ja, das haben wir ja vorhin gekauft. Das müssen wir nachher anlegen. Ein Splitter. Aber es ist minus Geschicklichkeit 1, wenn ich das richtig sehe. Oder ist es plus? Nein, es ist minus. Ich kann das nicht so gut sehen. Ja, ich krieg bald eine neue Brille. Das heißt, nicht, dass ich schlechte Augen habe. Die Brille ist zu stark für mich und von daher muss ich eine neue haben. Und ja, sieht so aus. Also es sieht wirklich so aus, als könnte ich diesen ganzen Mist da nicht lesen. Nee, ich kann das alles wirklich nicht lesen, was mir sehr leid tut. Ach, das kann ich ja weggeben, das brauche ich ja nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Ach, verdammt. Verdammt. Ja, ich bin ein bisschen müde heute. Ach ja. Oh, Rucksack. Wir können unseren Rucksack erhöhen, sehe ich ja gerade. Und eine goldene Seilhelmkette nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, warum das da liegt. Gut, verschenken wir das nochmal an jemanden. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Alistair, Zuneigung. 92? Ach du Schande. Liliana, ich glaube nicht, dass sie das gebrauchen könnte. Aber wir geben es ihr mal. Wie aufmerksam. Gut. Wir werden jetzt erstmal gleich speichern. So, erstmal speichern. Na? Falsche Taste gedrückt, okay. Und weiter geht's. Wir werden jetzt mal die Gruppe sammeln. Gut. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen die gute Frau mit. In der Tat. Sie nehmen wir auch mit, oder? Ihn auf jeden Fall nicht. Ich will es mir nicht verscherzen. Ich weiß nicht. Nehmen wir zwei Magier mit und ein Krieger? Ja gut, nehmen wir den mit. Gut, dann düsen wir mal los. Und wir müssen Richtung Denerim. Dann mal los. Oh, wie es aussieht, kommt ein Kampf auf uns zu. Dann mal los. Das wird jetzt aufregend. Sir, ich habe Neuigkeiten. Nun, der Kampf scheint genauso abzulaufen wie ihr... Ich möchte wissen, was du erreichen willst, Vater. Sollten wir nicht gegen die dunkle Brut kämpfen, statt untereinander? Der Adel wird in seine Schranken gewiesen und dann die dunkle Brut besiegt. Das ist keine echte Verderbnis, Nora. Nur Kaelins Eitelkeit hat es dazu gemacht. Verzeihung, Sir. Aber Verderbnis oder nicht, uns fehlen die Truppen, um der dunklen Brut in Belde zu begegnen. Kaelin hat die Orlesianer um Unterstützung ersucht, oder? Niemals! Marek und ich haben diese Bastarde vertrieben. Wir werden sie nie mehr willkommen heißen. Wir brauchen Hilfe, Vater. Allein werden wir mit der Krise nicht fertig. Ferelden wird das alleine überstehen. Unter meiner Führung, Genora. Du musst mir vertrauen. Hast du Kaelin getötet? Kaelin hat seinen Tod selbst verschuldet. Krass.
Oh, wir haben einen Levelaufstieg bei den guten Stan. Okay, 6 Punkte. Da ja an 2... Warum habe ich in Klugheit gesetzt? Okay. Dann wollen wir mal weiter. 2 Punkte kann er setzen. So. Zerschmetternder... Okay. Das hätten wir schon mal. Wir speichern hier nochmal. Ich bin halt ein vorsichtiger Mensch und ich weiß, dass sowas hier Mist läuft. Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Kommt mit. Ich bring euch hin. Moment mal. Ist so gut, aber warte mal. Wohin läufst du? Mädchen. Eine Falle. Direkt vor uns. Ach nee. Ach, verdammt. Der graue Wächter stirbt hier. Weitere Feinde erwarten uns. Betrachtet es als erledigt. Okay, dann wechsle ich mal rüber zu ihr. Oh, Moment, jetzt bin ich in Verwirrung. Ah, sieh meine an. Ah, raus damit. Oh, wow, das ist nicht gut. Was denn? Das habe ich jetzt nicht. Oder was war das? War denn eine Bombe? Ah, okay. Jetzt weiß ich es wieder. Wollen wir unsere Punkte zählen? Ich erinnere mich. Ich habe mit Kaffee darüber gesprochen, was ich hier wähle. Und er meinte, wann eine Bombe würde er gerne nehmen. Okay, sammeln wir uns erstmal ein. Das sah vielleicht lecker aus. Nein. Oh, das ist ja ein Blutgematsche hier. Das habe ich nicht erwartet. Also hätte ich das... Ja, super. Dann machen wir mal die. Machen wir aus dem Rest mal, Choppy? Oh, schon fertig. Betrachtet es als erledigt. Direkt. Dann nehmen wir mal Liliana. Ja, natürlich. Okay. Und jetzt?
Ah, okay. Was machen wir jetzt? Ihn aufwecken und mit ihm sprechen, ihn erschlagen. Wir wecken ihn immer auf. Was? Ich... Oh. Oh. Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Nee, noch nicht. Wir können es uns aber überlegen. Ich möchte euch lieber zunächst ein wenig foltern. Das lässt sich rasch ändern. Ich habe da einige Fragen. Ah, ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde. Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden Grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Tja, und was mich eher froh stimmt. Das ginge mir an eurer Stelle ähnlich. Für mich jedoch ist es eine eher jämmerliche Empfehlung. Von der Zielperson gefangen zu werden, ist der Karriere eines aufstrebenden Meuchelmörders kaum förderlich. Ihr habt mein volles Mitleid. Was sind die Krähen von Antiva? Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Ihr seid ja ganz weit weg von Antiva. Nicht wirklich. Ich war in der Gegend, als mir das Angebot gemacht wurde. Die Krähen kommen herum, müsst ihr wissen. Wer hat euch angeheuert? Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Ihr steht ihm doch nicht loyal, oder? Oder wann solltet ihr ihn wiedersehen? Gar nicht. Im Erfolgsfall wäre ich nach Hause zurückgekehrt und die Krähen hätten euren Loghain informiert, wenn er es nicht bereits gewusst hätte. Wenn ich versagt hätte, wäre ich tot. Oder sollte es zumindest sein, soweit es die Krähen betrifft. Also kein Grund für ein Treffen mit Loghain. Wenn ihr versagt hättet? Was soll ich sagen? Ich bin eben ein eingefleischter Optimist. Obgleich die Erfolgschancen derzeit recht gering anmuten, nicht wahr? Nein, das findet ihr vermutlich nicht lustig, oder? Nein, nicht wirklich. Und wie viel hat man euch bezahlt? Mir gar nichts. Aber die Krähen haben ein gutes Geschäft gemacht, soweit ich weiß. Ich bin also arm wie eine Kirchenmaus. Für Ehrgeizige ist die Laufbahn als Krähe aus Antiva nicht sehr verlockend, muss ich zugeben. Ihr steht den Loghain doch nicht loyal gegenüber. Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche, vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Und jetzt, da ihr dabei gescheitert seid? Das müssen Loghain und die Krähen miteinander ausmachen. Und dann die Krähen und ich. Hoppla, das wird gar nicht gut sein. Und was ist mit mir und mit euch? Arbeiten wir daran nicht gerade? Warum erzählt ihr mir das alles? Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Stimmt eigentlich, da hat er ja vollkommen recht. Seid ihr euren Arbeitgeber nicht verpflichtet? Loyalität ist ein interessantes Konzept. Wir können nach dem Verhör gerne im Detail darüber sprechen. Ich höre, aber fasst euch kurz. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Was wollt ihr dafür haben? Nun, mal sehen. Am Leben bleiben wäre nett. Dann könnte ich euch auch ein wenig nützlicher sein. Und falls ihr irgendwann beschließt, keine Verwendung mehr für mich zu haben, würde ich gerne einfach gehen dürfen. Bis dahin bin ich euer. Wie klingt das? Also gut, ja. Okay.
Ich bin von Natur aus sehr loyal. Das lässt nur dann nach, wenn jemand erwartet, dass ich wegen eines einfachen Misserfolgs gleich sterbe. Das ist doch kein Fehler, oder? Außer ihr wärt der Typ, der solche Dinge ähnlich handhabt. In diesem Fall hätte ich mir wohl gerade einen Bärendienst erwiesen. Ach, er ist irgendwie lustig. Ihr müsst mich für überaus dumm halten, oder? Warum sollten mich eure Dienste interessieren? Warum? Weil ich viele Fähigkeiten habe. Vom Kämpfen übers Schleichen bis zum Schlossknacken. Außerdem könnte ich euch warnen, falls die Krähen von Antiva einen größeren Angriff versuchen sollten. Nach meinem Scheitern. Ich kann auch einfach nur herumstehen und gut aussehen, wenn euch das lieber ist. Oder unerwünschte Verehrer loswerden. Nein? Ich hätte gerne mein Geld... Bevor oder nachdem ihr... Nein. Ich mag Frauen, die genau wissen, was sie wollen. Wirklich. Also, was soll's sein? Ich poliere sogar Rüstungen. Ein besseres Angebot werdet ihr so schnell nicht finden. Na gut, ich nehme dieses Angebot an. Willkommen, Zephren. Eine Krähe aus Antiva dabei zu haben, hört sich nach einem guten Plan an. Oh? Gehört ihr zu meinen künftigen Gefährten? Ich wusste gar nicht, welch Liebreiz in Abenteurerkreisen anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. Gut. So, jetzt haben wir ihn auch an der Backe. Den guten Zephren. Waschedan. Ja. Komm mal mit. Wen haben wir? Lilianas Zustimmigkeiten. Ja. Wird erledigt. So, da wir nun den guten Zephren an unserer Seite haben. Den Typen, den jemand total knackig findet. Ich aber nicht. Haben wir jetzt nun noch einen Dieb bei uns? Oder halt jemand, der Schlösser knackt? Und das umso einiges besser als irgendein weibliches Wesen hier. Mann! Oh, das sind also die menschlichen Überreste von dem, was explodiert ist. Oh, verdammt. Merkt euch, Kinder, nehmt niemals menschliche Bombe. Ja, das ist wie Terrorist sein. Gut, sammeln wir erstmal den ganzen Mist hier ein, was noch rumliegt. Und dann ziehen wir weiter Richtung Denerim. Oh, ich mag die Stadt nicht. Die ist sowas von protzig-kotzig. Ach, hier ist nichts mehr. Das war ja ein Weg für dumme Idioten. Wie meine Wenigkeit. Ja, wir gehen weiter. Hey, also gut, dass wir ihr das beigebracht haben, der guten Win. Ach, das war ja sowas von toll. Ich hasse es langsam. Gut, wir sind angekommen. Aber wir gehen gleich wieder raus. Wir müssen nämlich, wie soll ich sagen, nochmal ins Lager. Oder, nee, wir müssen nicht nochmal ins Lager gehen. Und jetzt bin ich hier irgendwie jetzt abgelenkt von, American Dad. Ja, ich gucke ganz gerne American Dad. Was ist euer Lieblingsserie? Also, ich mag zum Beispiel total durchgeknallte Serien, die einfach keinen Sinn ergeben. Ach, ich muss doch raus. Das heißt, von American Dad bis hin zu Simpson. Genau, Simpson mag ich ja auch ganz gerne. Marvel Comics weiß jeder, ich liebe Marvel. Und DC mag ich ja auch ganz gerne. Deswegen mache ich ja auch ein Let's Play von einem ganz berühmten Marvel-Helden. Und zwar Spider-Man. Ich mag ja Spider-Man auch ganz gerne. Ich habe Mutters Zauberbuch studiert. Wollt ihr wissen, was ich gefunden habe? Ach, wenn es sein muss. Was habt ihr gefunden? Es ist nicht, was ich erwartet hatte.
Ich hatte auf eine Sammlung ihrer Zauber gehofft, ein Abbild ihrer Macht. Aber so ist es nicht. Es war also alles umsonst. Nein, umsonst nicht gerade. Viele Dinge sind durchaus interessant und eine Sache finde ich besonders faszinierend. Hier erläutert Flemeth in allen Einzelheiten, wie sie es geschafft hat, die Jahrhunderte zu überdauern. Ein Unsterblichkeitszauber? Wenn es doch nur so wäre. Flemeth hat in ihrem langen Leben viele Töchter aufgezogen. Auch in den Legenden der Chasind ist von zahlreichen Hexen der Wildnis die Rede. Ich habe nie eine davon gesehen und habe mich immer gefragt, warum nicht. Jetzt weiß ich es. Wenn ihr Körper alt und schrumpelig wird, zieht sie eine Tochter auf. Und wenn die Zeit reif ist, übernimmt sie den Körper dieser Tochter. Da sag ich mal so viel. Arschkarte! Seid ihr euch dessen wirklich sicher? Absolut. Genau das wird in dem Buch beschrieben. Flemeths Töchter, ihre Vorbereitung, ihre Ausbildung. Ich erkenne das alles wieder. Ich soll der nächste Wirtskörper sein. Das ist mein Zweck. Ist Flemeth nicht unsterblich? Ist Flemeth jetzt unsterblich oder nicht? Welch dämonischer Funke auch immer sie zu dem gemacht hat, was sie ist, sorgt dafür, dass sie nicht an Altersschwäche stirbt. Aber ihr Körper altert. Irgendwann verliert sie die Kontrolle und kann sich nicht mehr bewegen. Darum braucht sie einen neuen Körper, einen frischen Körper, damit der Zyklus wieder von vorne beginnen kann. Ehrlich? Ich weiß nicht. Kann das jeder Körper sein oder geht das nur bei einer Tochter oder was? Ich bin nicht sicher. Laut ihren Aufzeichnungen sind manche Wirtskörper besser als andere. Der Übertritt erfolgt umso reibungsloser, je besser der Wirt darauf vorbereitet ist. Es tut mir leid. Mich hat das alles völlig überrascht. Ich hätte doch eine Vermutung haben müssen, eine Vorahnung. Ihr hattet davon keine Ahnung? Flemeth ist zu vielem fähig. Es war dumm von mir, den Verdacht von mir zu weisen, sie könnte mich für ihren eigenen Selbsterhalt benutzen. Ich verstehe nicht recht, was ihr damit sagen wollt. Flemeth war einst eine Magierin, noch bevor es den Zirkel der Magie gab. Und ihre Zauberkraft war die gleiche wie die aller damaligen Schamanen. Sie war nichts Besonderes. Sie beschwor einen Dämon, ließ ihn Teil von sich werden und wurde zu einer Abscheulichkeit. Sie wurde stärker. Ob Flemeth der Dämon ist, ihn nur beherrscht oder ob sie verschmolzen sind, das weiß ich wirklich nicht. Wie dem auch sei, jedenfalls altert ihr Körper und sie kann ihn nicht ewig am Leben erhalten. Darum braucht sie neue Körper. Und ich soll ihr nächster Körper werden. Der bislang letzte einer langen Reihe. Tja, tut mir leid für euch. Also nimmt es mal so hin, wie es ist. Okay, warum riskiert sie das, euch denn hier wegzuschicken? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es so, wie sie sagte. Die dunkle Brut bedroht sie ebenso wie alle anderen. Oder sie glaubt, die Reise würde mich mächtiger machen. In dem Buch steht, wenn der Wirtskörper bereits mächtig und in Magie ausgebildet ist, kann Flemeth ihn viel schneller übernehmen. Oh, das ist ja ganz schön übel. Ja, wie gesagt, das tut mir ehrlich leid für dich. Ach, weißt du was, das war so schön, dich kennenzulernen oder kennengelernt zu haben. Ich hasse dich ja in Wirklichkeit, ne? Du bist ja so eine blöde Magierin, aber okay, tut mir ehrlich leid. Und was sollten wir dagegen unternehmen? Es gibt darauf nur eine mögliche Antwort. Flemeth muss sterben. Ich warte nicht wie ein leerer Sack darauf gefüllt zu werden. Flemeth muss erschlagen werden und dazu brauche ich eure Hilfe. Flemeth töten? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Es mag so anmuten, wenn man Flemeth als Mutter betrachtet. Aber seht sie stattdessen als uralte Abscheulichkeit, die ihr eigen Fleisch und Blut dazu benutzen will, ihr Leben über alle natürlichen Grenzen hinaus zu verlängern. Sie wollte nicht, dass irgendjemand davon erfährt, am allerwenigsten ich. Nun ist es aber passiert. Daraufhin nicht zu handeln, wäre sehr dumm von mir. Tja,
Vielleicht sollten wir sie einfach... Vielleicht sollten wir erstmal einmal mit ihr darüber reden. Ja, ist doch ganz gut. Und wozu? Im besten Fall bekäme ich haltlose Versicherungen zu hören. Und im schlimmsten Fall sperrt Flemeth mich ein, sobald ihr klar wird, dass ich weiß, was ich tue. Ich kenne meine Mutter gut genug. Wenn es um ihr Überleben geht, wird sie keine Gnade zeigen. Also darf ich das auch nicht tun.